Ich habe Glauben, mein Kind. Ja, was für Dienste habt ihr? Die anderen Wagen stehen zu Diensten. Zu einem fairen und ehrlichen Preis natürlich. Also ja, hier könnten wir identifizieren. Machen wir das einfach mal. Sind Kettenhemden plus 3. Mal sehen, für wie viel wir die loswerden. Ich könnte spenden. Ich könnte Tränke kaufen. Also ganz normale Heiltränke, Konzentrationstränke. Tranktasche, Schriftrollenbehälter. Super Heiltränke könnte ich auch kaufen. Schutzformeln. Nee. Geben wir hier mal lieber eine Spende ab. Die Söldner gestatten es nicht, dass Vorräte in die Stadt gebracht werden. Da die Ernte außerdem extrem schlecht ausgefallen ist, haben wir enorme Schwierigkeiten, irgendwie durchzukommen. Einige sind schon so tief gesunken, dass sie betteln oder kleine Diebstähle begehen, um nicht zu verhungern. Das heißt, wir gehen hier wieder raus. Können jetzt wieder in die Taverne gehen. Wobei, ich will erst einmal mit Marlow reden. Was immer ihr wünscht. Also wieder hier oben raus. Wenn ihr es wollt. Anders geht das ja nicht. Oh ja, irgendwann muss ich dann noch in die Schmugglerhöhle. Ja, hier oben sind allgemein noch Leute, mit denen ich reden möchte. Einmal ihr beide hier. Das Holz dieser Leiter ist offenkundig verfault. Da hochzuklettern wäre Wahnsinn. Natürlich. Mir gefällt überhaupt nicht, wie ihr aussieht. Das ist nicht euer Haus, Fremder. Verschwindet. Okay. Seid gegrüßt. Mein Name ist Fahid. Ich wünsche, wir hätten einen Raum anzubieten, in dem ihr euch ausruhen könnt. Am besten versucht ihr es in der Schenke. Okay, er ist freundlicher als sie. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor... Dann hier rein. Ja, seid ihr beim Scheinungsquartier willkommen, meine Fürstin. Seid ihr bereit, meine Geschichte anzuhören? Erzählt schon. Nein, ich habe Besseres zu tun. Ich bin eigentlich gekommen, um euch zu töten, Marlow. Es ist nicht so, dass ich etwas gegen euch hätte, aber das Töten bereitet mir einfach Freude. Erzählt schon. Wie ich schon gesagt habe, lautet mein Name Marlow. Ich komme aus Kalimsan im Süden. Dort war ich ein erfolgreicher Händler. Ich glaube, ich bin dort zum ersten Mal auf Von Goethe getroffen. Von Goethe, wer ist das? Oder von Goethe? Ein Leichnam, meine Fürstin, ein mächtiger Leichnam. In Kalimsan gibt es viel wundersame Magie und ein Wesen wie von Goethe oder von Goethe ist uns nicht ungewöhnlich. Er hat uns bis hierher getrieben, er hat uns gnadenlos gejagt. Warum sollte ein Leichnam einen Händler wie euch jagen? Von Goethe begehrt meine arme Maler, meine Tochter. Es ist die junge Frau, die hier auf dem Bett liegt. Sie ist ein gutes Mädchen. Sie ist eine Jungfrau und hat ein reines Herz. Er sagt, dass er ihre Seele wollte. Deswegen bin ich mit ihr aus Kalimsan geflohen. Aber er hat uns trotz allem eingeholt und trotz meiner Bemühungen, meine Tochter zu schützen, konnte er ihr ihre Seele entreißen. Sie ist dem Tod nahe und der hiesigen Priestern kann nichts tun, um mir zu helfen. Ich weiß, dass ich von Goethe in der Höhle auffällt, die an diesem Ort als Friedhof dient. Ich habe den Mönchen davon erzählt, doch die haben die Höhle versiegelt, statt die Seele meiner Tochter zurückzuholen, wie ich gehofft hatte. Maler deutet mir alles, meine Fürstin. Ich weiß auch nicht, wie lange von Goethe noch in dieser Höhle gefangen bleibt. Er könnte bereits dabei sein, sich zu befreien. Er wird mich töten und sich Malers Seele behalten. Daran gibt es keinen Zweifel. Ich flehe euch an, meine Fürstin. Bitte helft uns. Wie soll ich denn in diese Friedhofshöhle gelangen, wenn sie doch versiegelt ist? Wie gefährlich ist dieser von Goethe genau? Sagt mir, warum sollte ich euch wohl helfen, Marlow? Nun gut, ich werde tun, was in meiner Macht steht. Nein, ich habe im Moment andere Sorgen. Wie gefährlich ist der Typ denn? Ich verfüge nicht über das Wissen, um die Macht von Erzmagiern oder Monster zu beurteilen. Ich schätze jedoch, dass ihr leicht mächtig genug seid, um von Goethe zu besiegen. Ich weiß es allerdings nicht genau.
Ich will euch einmal, Herr Fürstin, bitte helft uns. Wie solche, die in den Friedhof reinkommen. Ich habe die Wache dort mit dem wenigen Gold, das mir noch geblieben ist, bestochen. Ich hatte zuerst den dummen Plan, selbst zu versuchen, Malers Seele zu retten. Die Wache wird jedoch jeden einlassen, den ich schicke. Ich flehe euch an, meine Fürstin, bitte helft uns. Nun gut. Ich danke euch, meine Fürstin, ich danke euch. Ich werde dem Wächter sofort Bescheid sagen, dass er euch in die Höhle lassen soll. Bitte helft Maler so schnell ihr könnt. Ich warte. Ja, der Leichnam auf dem Friedhof. Nach Datum sortieren mal bitte. Ich habe zugestimmt. Ich habe Marlow in seinem Haus aufgesucht und mich mit ihm unterhalten. Er hat mir erzählt, dass er ein Händler aus Kalimshafen ist und dass sein Leichnam namens Vonguet hinter seiner Tochter her ist. Er bekehrt sie so sehr, dass er und seine Tochter fliehen mussten. Offenbar hat der Leichnam sie hier nun endlich eingeholt und die Seelen seiner Tochter geraubt. Sie wird bald sterben, wenn sie ihre Seele nicht zurückerhält. Ich habe zugestimmt, Vonguete aufzusuchen. Ich weiß nicht, wie ich den aussprechen soll. Eigentlich liest sich das von Goethe. Aber das ist ein bisschen zu komisch. Der sich in der Friedhofshöhle nördlich von der Stadt aufhält. Die Wache vor dem Eingang wird mich das magische Siegel passieren lassen. Solche Namen selber auszusprechen ist schlimm. Sie nur zu lesen geht noch. Ja. Euer Wunsch ist mein Begehr. Die junge Frau, die bewusstlos da, manchmal zuckt sie zusammen oder wie man das, ob sie einen sehr schlechten Traum hat. Okay, das heißt, wir gehen wieder runter. Keine große Herausforderung. Das heißt, die wachende Festung wird noch ein bisschen warten müssen. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Was ist eigentlich mit dem Mädchen da? Das Gute wurde aufrechterhalten. Papa sagt, Balthasar vernachlässigt seine Pflicht, um uns zu beschützen. Ich dachte zuerst, sie sagt, Balthasar verarscht uns. Ja, Minz, da unten ist der Weg. Nun gut. Was möchtet ihr? Ist die Frage, gehen wir jetzt erst in die Schmugglerhöhle? Gehen wir erst in die Schmugglerhöhle. Ich hätte schneller als Chick-Ticker Schnellpratze. Wer warst du gerade? Ach so, nur der Hirte, okay. Fragt nur, erzählt mir mehr davon. Ihr müsst eure Gruppe erst sagen. Diese Söldner beklagen sich, dass sie gestohlene Waren feilbietet, Karas. Dieses Geschäft ist hiermit beendet. Die Waren werden zugunsten des Klosters beschlagnahmt. Ja, super. Das ist doch lächerlich. Das Kloster hat in der Vergangenheit nie Einwände gegen unsere Aktivitäten erhoben. Sagt uns, wo sich Esamon aufhält, Karas, und wir lassen euch gehen. Esamon ist nicht hier. Ich habe ihn schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Dann muss ich eben euch festnehmen und betet in eurem eigenen Interesse dafür, dass er aufkreuzt, bevor wir auf die Idee kommen, euch zu befragen. Nein, das dürft ihr nicht. Das ist ein Verbrechen. Seit wann macht sich das Kloster abhängig von den Launen eines dahergelaufenen Söldnerhaufens? Schweigt, Karas. Moment. Was ist das? Sieht ganz so aus, als hätten wir einen Möchtegern-Kunden in unseren Reihen. Dieses niederträchtige Baalskind, wenn Balthasars Beschreibungen stimmen. Ja. Schau mal, Bo. Jedermann kennt Talisa jetzt. Ihr Ruf verbreitet sich wie eine Duftwolke aus deinem pelzigen Hinterteil, wenn du einen Furz zu viel gelassen hast. Oh Gott, der Vergleich ist schlimm. Die Tatsache, dass diese Leute euch zu kennen scheinen, macht mir große Sorgen, Talisa. Trete mit äußerster Vorsicht auf. Jeder Schritt von uns wird offenkundig aufmerksam registriert.
Ich könnte euch als Mitschuldigen verhaften, Palsbruder. Ich bin heute großzügig gestimmt. Ich schlage vor, ihr verschwindet von hier und mischt euch nicht in unsere Angelegenheiten. Ich will keinen Streit mit Balthasar. Tut mir leid, aber mit diesen Schmugglern und deren Anführer habe ich selbst noch eine Rechnung offen. Wir wissen alle, dass so etwas nur in Gewalt endet. Lasst uns also den angenehmeren Dingen zuwenden. Jetzt bei, wenn ich euch Mönchen begegne, seid ihr dabei, Leute einzuschüchtern und zu schikanieren. Nehmen wir mal die zwei. Zur Seite. Ich werde nicht zulassen, dass Balthasars Arbeit von Leuten wie euch unterbrochen wird. Ist ja schon gut, ich will keinen Ärger. Das ist ausgesprochen weise. Brüder, lasst uns diesen Abgrund verbrecherischen Tuns ein Ende bereiten. Was passiert hier jetzt gerade? Keine große Herausforderung. Wollt ihr einen Blick auf unsere Waren werfen? Ich habe nicht die Absicht, meine Zeit mit leerem Geschwätz zu vertrödeln. Wollt ihr etwas kaufen, bevor wir unsere Waren einpacken? Ja, zeigt mal, was ihr habt. Jede Menge Pfeile, Schutzamulette, Tränke, Kampfstab und Stab. Ich finde es lustig, dass das Ding hier jetzt als Kampfstab bezeichnet wird. Aber die Plus-1-Variante immer noch eine Stabschleuder ist. Langschwerter, Kurzschwerter, Katana, Speer, Keule, Flegel, Streitkolben und Armbrüste, Kurzbogen, Schleuder +3, Streitäxte, Wurfpfeile, Dolch, Kriegshammer, eine Identifizierungsbrille, Gargeulenstiefel. Der Träger kann zweimal täglich Steine auswirken. Zwei Schichten je Anwendung. Der Träger ist gegen hinterhältige Angriffe immun. Aufhebungszepter. Besondere Fähigkeit. Wirkt rubinroter Strahl der Aufhebung. Eine Ladung. Kann nur von Kämpfern, Waldläufern, Paladin verwendet werden. Probe des Reisenden. Rüstung gegen Fernkampf, Odin-Waffen, nö. Der Träger ist gegen hinterhältige Angriffe immun und erhält Magieresistenz. Na, 14.000 sind ein Taschengeld für mich, also gehen die beiden Sachen mal mit. So. Elfenkidnapp +1 brauchen wir nicht mehr so unbedingt. So. Ja, Keldon könnten wir das geben. Und ihr beide könnt das natürlich nicht anziehen. Na komm. Dein Punkharnisch behältst du jedoch, Keldon. Jetzt hast du endlich mal eine bessere Rüstung. Ja, und die Gargoyle-Stiefel erhält Aerie. Mal. Nun gut. Ja, wird sie noch beschossen? Okay, verstanden. Das war oft genug. Na, sind die anderen Truhen auch gesichert?
Okay, was ist das? Mordekains Schwert. Oh. Mit dem Wirken dieses Zaubers erzeugt der Magier ein glänzendes, schwerförmiges Kraftfeld, das ihm in die Hände springt. Der Magier kann dieses Schwert mit einem ETW 0 eines Kriegers der halben Stufe einsetzen. Ja, so wird ein Magier der Stufe 14 den ETW eines Kriegers der Stufe 0 verwenden. Das Schwert fungiert in allen Belangen wie eine Waffe plus 4 und verursacht bei einem erfolgreichen Treffer 5 bis 20 Schadenspunkte. Das Schwert kämpft freischwebend in der Luft und steht unter der vollständigen momentanen Kontrolle des Magiers. Das hindert den Zaubern aber nicht daran, während der Wirkungsweise des Zaubers andere Aktionen zu ergreifen. Ja, okay.